Moin und willkommen zu unserer Gewächshaustour. Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir das Ganze hier gebaut haben. Und wir haben so ein paar kleine Fehler gemacht, aus denen wir jetzt richtig viel gelernt haben. Und wir dachten, wir erzählen euch mal davon. Und danach zeigen wir euch, was hier alles so wächst. Als erstes haben wir festgestellt, dass unsere Physalis und unsere Auberginen da hinten viel zu viel Sonne abbekommen und die echt so ein bisschen rummeckern. Dann haben wir mal gegoogelt und es liegt wirklich an der Sonne und an der hohen Luftfeuchtigkeit. Für die hohe Luftfeuchtigkeit haben wir erstmal ein Fenster vom Gewächshaus dauerhaft offen. So reguliert sich das Klima echt gut. Und gegen die Sonne haben wir hier so eine Folie installiert. Die ist jetzt nicht ganz so schön, aber da erfüllt sie ihren Zweck. Das ist so eine ganz normale Malerfolie aus dem Baumarkt. Die macht das Licht einfach so ein bisschen milchiger und die Pflanzen verbrennen darunter nicht mehr. Und seitdem wir das haben, ist das Klima hier echt wunderbar. Und wir haben dann gleich angefangen, hinter mir da oben in der Ecke so ein Regal zu installieren, wo wir unsere ganzen kleinen Setzlinge nochmal großziehen können und die sprießen da wie sonst was. Und hier an der Seite haben wir in diesen schrägen Pfosten vom Gewächshaus noch kleine Schrauben reingemacht und hängen da auch einfach Setzlinge in Töpfen mit so Makramee-Bändern auf. Wenn ihr wissen wollt, wie die Makramee-Bänder geht, eines unserer ersten Videos, die wir jemals auf dem Kanal produziert haben, ging darüber. Also guckt da gerne mal rein. Noch ein anderer kleiner Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben uns am Anfang kleine Salatpflänzchen gekauft und die haben alle nicht so richtig Wurzeln gebildet. Das lag wahrscheinlich am Boden. Wir haben jetzt hier nochmal ordentlich Komposterde aufgefüllt und hoffen, dass die nächsten Salatpflänzchen, die jetzt hier eigentlich überall dazwischen wachsen als Zwischenpflanzung und ein bisschen als Bodendecker irgendwann mal, besser gedeihen werden. Und so wie es gerade aussieht, läuft es echt gut. Auf dieser Seite ist unser Tomatendschungel. Der wird von Tag 1 an immer größer. Wir haben ja da schon Tomaten reingepflanzt und haben das jetzt immer erweitert. Mittlerweile ist es voll und die Tomaten sprießen teilweise schon bis an die Decke. Hinter mir ist eine Schlangengurke. Die haben wir aus der Gärtnerei. Die ist auf einem Feigenblattkürbis veredelt. Das heißt, die wächst richtig schnell und gut wie ein Feigenblattkürbis. Ist nicht so anfällig für Krankheiten. Die Früchte sind aber Schlangengurken. Und hier vorne wachsen noch ein paar Freilandgurken. Wir wussten nicht genau, was es für Gurken sind und haben die einfach mal ausgesät. So wie es jetzt aussieht, sind das Freilandgurken. Die können aber hier im Gewächshaus noch viel, viel besser wachsen. Und wir lassen sie einfach drin, bis sie uns irgendwann die Haare vom Kopf fressen und viel zu viel Platz einnehmen werden. Auf der anderen Seite sind zwei Pflanzen, die sehen so ähnlich aus. Wir dachten eigentlich, es sind zwei Melonen. Hat sich aber herausgestellt, dass uns da die Setzlinge durcheinander gekommen sind. Eins ist eine Zucchini, die ist auch schon wesentlich größer. Und wir gucken einfach mal, wie die hier so wächst. Und dasselbe gilt wie für die Gurken. Wenn sie zu groß ist, muss sie raus. Aber solange sie hier klarkommt, ist es schön mit ihr. Und sonst wachsen zwischen den Pflanzen hier vorne richtig viele Paprikas. Die sind am Anfang von den Schnecken abgefressen worden. Jetzt sind sie alle wieder da und gedeihen wunderbar. Und hier ist noch eine Chili. Die haben wir von der Freundin geschenkt bekommen. Und unsere eigenen Chilis, die wachsen da noch. Die sind noch ein bisschen kleiner. Die sind gerade noch in Töpfen und kommen dann auch hier rein. Und hinter den Paprikas haben wir hier drei Physalis. Das waren die am Anfang uns ein bisschen eingegangen sind. Denen geht es aber jetzt echt wieder gut. Und dahinter die Auberginen. Wir sind schon sehr gespannt, ob sie Früchte tragen werden. Und davon werden wir euch auf jeden Fall berichten. Und was wahrscheinlich eigentlich in jedem guten Gewächshaus fehlen darf, zu guter Letzt, ganz viele Kohlrabis als Zwischenpflanzung. Manche können wir schon fast ernten, andere sind noch ein bisschen kleiner. Die wachsen hier einfach, die muss man nicht mal wirklich gießen. Denen geht es hier einfach gut. Und überall, wo Platz ist, kann man eigentlich so einen Kohlrabi hinpflanzen oder eben Salat. Das war's mit unserer kleinen Gewächshaustour. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was ihr noch für Pflanzen in eurem Gewächshaus mal ausprobiert habt, was ihr uns noch empfehlen könnt oder was ihr uns empfehlen würdet, anders zu machen im Gewächshaus. Ab damit in die Kommentare. Wir freuen uns richtig drauf und bis zum nächsten Mal.